Moin YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Session von Planet Crafter. Wir legen wieder los. Ich bin beim letzten Mal komplett im Game versunken. Also das war ja... Puh, lasst uns nicht drüber reden. Das war ja komplett geisteskrank. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so krass in dieses Game reingehen werde, aber... Es ist einfach zu krass. Es macht so viel Spaß. Och, das sieht so schön aus. Das ist mein Planet, Leute. Der Planet, den ich gerade hier am Terraform bin. Guckt's euch an. Wir haben hier schon überall Wasser. Wir haben eine blaue Atmosphäre. Wir haben Wolken. Es kann regnen. Es kann sogar teilweise schon fast gewittern. Richtig geil. Und hier wird jetzt eine riesengroße Basis entstehen. Da müssen wir auf jeden Fall noch jede Menge Eisen ranholen für. Da waren wir ja zuletzt dran, ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal schnell ein bisschen was fooden. So. Wasser sollte ich auf jeden Fall noch haben. Oh, guck mal, wir können hier auch schon ernten wieder. Sehr geil. Packen wir die erstmal rüber. Die können alle wieder rein. Wasser habe ich sogar noch was. Sehr geil. Und dann gucke ich jetzt als nächstes erstmal hier bei meinen Erzbohrern. Ja, hier haben wir noch jede Menge Eisen. Oha, ja, hier ist sehr viel Eisen. Sehr geil. Die haben gut Eisen gebracht, die Bohrer. Nice, kenne das Game nicht. Um was geht es? Planet Crafter ist das. Ultra Instinct. Moin, mein Lieber. Alles gut bei dir? Schön, dass du mit am Start bist. Wie geht's? Wie steht's? Die haben leider keine Copy-Taste oder so im Game für die Bauten, ne? Dass man so ein bisschen schneller bauen kann, das wäre geil. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Ich bin jetzt hier ein riesen Metallgerüst, also eine Platte am Bauen, wo meine Base später drauf kommt. Und die will ich jetzt heute definitiv weiter ausbauen und ich möchte auch später gerne meine Base da drauf verlegen. So, jetzt können wir nämlich uns auf die Suche direkt machen nach Eisen. Da brauchen wir jede Menge von. Und in dem Spiel geht es darum, ich habe hier einen Planeten und den muss ich wieder bewohnbar machen. Also, ich kümmere mich darum quasi, dass der Planet eine richtige Atmosphäre und alles kriegt, ne? Und dass hier auch Flora und Fauna existieren, dass es Wasser gibt. Also ich tue den quasi terraformen, wenn man das so sagen kann. Genau, ich tue das Leben ermöglichen. Und moin Rexexe, alles gut? Nehmen wir mit. So, Eisen gönnen wir uns auch. Mit einer der wichtigsten Ressourcen Eisen jetzt aktuell für mich. Moin Dominik, alles gut bei dir, mein Lieber. Und Nils, moin. Schön, dass du auch da bist hier, ne? Moin, moin an die ganzen Leute auf TikTok. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Danke für die Likes. An die Leute, die hier gerade wieder im Stream ordentlich am reinliken sind. Kannst du das Spiel kurz erklären? Habe ich doch gerade, EasyClap. Ich habe das doch gerade einmal komplett erklärt, was ich machen muss. Erklär das doch jetzt nicht schon wieder. Bin ich ja nachher hier wie so ein Tonband, was auf Schleife läuft. Die ganze Zeit immer wieder dasselbe am Wiederholen. Ja, kannst du einen traurigen Smiley machen. Ich erkläre doch nicht jedem Zuschauer einzeln das Spiel. Da sind doch alle anderen Zuschauer genervt, weil ich hier anfange, jedem Einzelnen immer wieder alles zu erklären. Da muss jetzt zur Not, wenn du wissen willst, was man in dem Spiel macht, dir mal auf Steam die Infos zu dem Spiel durchlesen.
So, hier haben wir auf jeden Fall jetzt gleich richtig gut Eisen geholt. Damit werde ich auch erstmal lange auskommen und bauen können. Da kommen nämlich dann wieder richtig schön viele Gerüste. Ah, hier haben wir leider nichts mehr, ne? Meteoriten. Junge, was ein Spektakel. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall schauen. Dass wir hier... richtig schön die ganzen Gerüste fertig bauen. Ja, das Eisen, was ich habe, das sollte auf jeden Fall sehr weit reichen. Aha. Ich kann auch STRG drücken, dann verketten die einfacher. So, jetzt fliegen wir mal hoch. Mittlerweile haben wir hier schon eine gute Fläche auf jeden Fall am Start. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir gucken mal, wie ist das mit dem Wasser? Das steigt langsam an, ne? Mal kurz gucken, wie viel haben wir mittlerweile? Okay, wir sind jetzt bei fast 50%. Das geht eigentlich, ey. So. Die kann ich schon mal abreißen, weil da steht nichts drinne. Das passt dann schon mal. Ist jetzt natürlich die Frage, ne? Okay, jetzt so klappt es so anscheinend. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich das sogar so vergrößern. Geil. Geil, geil, geil. Ich habe ja jetzt auch das große Wohnmodul, ne? Guck mal, da brauche ich... Boah, da muss ich Superlegierung haben. Eieieiei. Da muss ich aber mal schauen. Verkehrt wäre es auf jeden Fall nicht, ne? Mit Shift oder STG kannst du, glaube ich, mehrfach platzieren. Müssen wir gleich mal testen. Wobei, es geht eigentlich, ne? Die Sachen kriege ich ja jetzt eh hier zuhauf aus den Bohrern. Aber was er hier gar nicht mehr rauskriegt, ist Aluminium. Also macht das schon einen Unterschied, glaube ich, wo man Bohrer platziert.
So. Geri, moin. Planet Crafter ist das. Alles gut bei dir? Ist ein sehr geiles Game. Ich brauche eigentlich nur noch ein Eisen. Moin, Wannel. Nice. Jetzt habe ich hier wieder so einen Sandsturm, so einen riesigen. Nice, hier drin ist richtig viel Platz. Sehr geil. Die bauen wir jetzt nämlich hier oben auf die Heizung. Hier. Okay, da brauche ich nochmal ein Aluminium. Das können wir aber schnell holen. Moin, Tina! Noxera, hallo, habe dein Video gesehen zu den Mods von Supermarkt Simulator. Wie genau mache ich das? Das tue ich nicht im Stream erklären, Noxera. Da müsst ihr euch leider jetzt erstmal gedulden, bis ich dann das Tutorial-Video mache. Weil ansonsten kommt ihr hier die ganze Zeit verteilt über den Tag in den Stream rein und wollt alle nur wissen, wie man die Mods installiert, was ja auch verständlich ist. Aber ich erkläre das nicht jedem einzelnen Zuschauer, vor allen Dingen, wenn ich hier nebenbei am Zocken bin, ne? Da klappt das leider nicht. Bounty Lil, moin, alles gut bei dir? Ich mache da auf jeden Fall, wie gesagt, ein Video zu und da werde ich das dann einmal genau erklären, ne? Seit wann gibt's das Game? 2 Jahre war das Game im Early Access, jetzt ist das in den Full Release gegangen. So. So. Alright. Das läuft jetzt erstmal. Neuen Bauplan erhalten. Biodom Stufe 2. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Wärme. Da schalte ich als nächstes den Bohrer frei. Heizung Stufe 4. Die schalte ich mit Sauerstoff als nächstes frei.
Also ich habe hier noch einige von diesen Samen. Da brauche ich jeweils Eis wieder, ne? Da müssen wir gleich mal Eis holen. Hm. Ich habe gut aufgebraucht hier, ne? Bei den Ressourcen, also... Da muss ich mir erstmal echt nicht so viel Sorgen mehr machen. Was ich jetzt natürlich noch viel brauche, ist wieder Sauerstoff. Da müssen wir jetzt ein bisschen Kobalt holen erstmal. Moin Andreas, Nico moin, alles gut bei euch? Und Zeno, hi! Sieht ja vom Movement und Spielprinzip aus wie Satisfactory. Boah, es ist schon sehr anders, auf jeden Fall. Also man hat hier schon ein bisschen mehr zu tun, als nur Maschinen zu automatisieren, ne, was du ja in Satisfactory machst. Vor allen Dingen ist das Spielprinzip ein anderes. In Satisfactory geht es ja eher darum, dass du einen Planeten ausbeutest. Hier machst du ja einen Planeten eher bewohnbar. Moin, Minigun! Moin Kevin M. Ich streame mittlerweile auf 3 Plattformen gleichzeitig. TikTok, YouTube und Twitch. Oh, hier ist ein Mikrochip noch drin gewesen. Den ich die ganze Zeit nicht geused habe. Schauen wir mal. Dachte immer, es ist verboten, wenn man plattformübergreifend streamt. Nö, das wurde freigegeben seit letztem Jahr. Ich bin nicht am ignorieren, Bounty, aber ich grüße dich nicht zweimal. Du wurdest schon einmal gegrüßt. Also ignorieren tue ich Zuschauer, wenn sie das fragen, warum ich sie ignoriere. Dann fange ich die an zu ignorieren. Weil meistens die Leute dann eher darauf fixiert sind, dass sie möchten, dass sich der Stream um sie dreht, dass ich sie möglichst viel nenne und so, ne? Und wenn du hier bist, um viel Aufmerksamkeit zu kriegen, dann ignoriere ich das, weil das eher für mich dann anstrengend ist, ne? Vor allen Dingen, wenn ich jemanden schon gegrüßt habe und er dann sagt, kannst du mich mit meinem richtigen Namen nochmal grüßen? Das mache ich nicht. Reicht ja, dass ich dich begrüßt habe. So, packen wir jetzt erstmal das hier hin. Und den Chip wollte ich leeren, genau. Zack. Mikrochip-Karte. Nee, Real Nico, ich habe für dich was anderes. Warte. So. Boah, keine Ahnung, Max, da achte ich gar nicht so drauf. Ich biete einfach nur den Stream auf 3 Plattformen an. Weil es gibt Leute zum Beispiel auf TikTok, die gucken gar nicht auf Twitch, ne? Genauso habe ich Leute mittlerweile auf YouTube, die gucken dort und gucken nicht auf Twitch, ne? Boah, Junge, jetzt ist aber ordentlich am Regnen hier wieder. Und Spagogi, moin, alles gut? So, wir müssen jetzt einmal hinten wieder ins Kältebiom. Ich muss nämlich jede Menge Eis holen, Leute. SPB, moin, wie geht's? Ja, und freut mich, dass du da bist, Sven. Ich hoffe, dir geht's gut. Der Shiny Hunter, moin.
Trofsep, moin und The Dude, hi. Ich muss hier an Eis kommen. Alles klar, Nico, viel Erfolg. Ey, gibt's hier jetzt kein Eis mehr? Ich bin bereit für weitere 7 Stunden. Eieiei, okay. Ey, ich glaube, das Eis ist alles geschmolzen. Noch so ein Quarz. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gefunden. So. Ja, die 150er, die lasse ich hier. Die sind mir jetzt ein bisschen zu wenig. Gucken wir mal hier. Ist auch noch eine Kiste mit einer 300er. Ja. Krass, also ich finde hier keine Eisklumpen mehr. Was sagt die Planetentemperatur? Vielleicht ist die schon gut aufgeheizt. Da müsste ich mal schauen. Ich habe da jetzt nicht nachgeschaut, aber das Eis verschwindet hier auch, der Schnee langsam, ne? Aber die Frage ist, wie komme ich denn an Eis dann noch dran? Weil ich brauche das ja zum Herstellen von den Dingskapseln. Gibt es dann Jahreszeiten vielleicht oder so mit... Weiß nicht. Aber der Schnee ist hier am Verschwinden. Ich sehe das gerade. Es wird immer weniger. Hä, wie krass ist das denn? Verisa.de. Hey, G-Time, lohnt sich das Game? Ich finde es sehr geil. Lukas Rode, moinsen, alles gut? So. Geht sofort weiter hier, Freunde. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Wie machen wir das denn? Jetzt bin ich erstmal ein bisschen überfordert wieder, weil ich weiß nicht, wie ich an Eis komme. Und ich muss ja Eis haben, um die Teile zu bauen. Muss ich da weiter entfernt oder so?
Oh, jetzt sehe ich sogar auf Dings hier, wenn jemand bei YouTube unterstützt, ne? Nur zur Info, ich habe mir das jetzt schon mal hier so ready gemacht. Dass ich dann sehe, wenn hier jemand ein Abo dalässt oder sonst irgendwas. Gucken, vielleicht kommt da mal irgendwann was rein, dann sehe ich das nämlich, ob das alles hier wirklich ordentlich funktioniert. So. Klimaanlage bauen, ja? Nee, ich werde gleich mal gucken. Ich bin gestern schon ein bisschen weiter weggelaufen, da hinten in den Bereich. Da sind ja noch andere Biome. Vielleicht werde ich da wieder fündig, ne? Sehr schön. Also Sauerstoffdinger habe ich noch mehr als genug. Food habe ich eigentlich auch einiges am Start. Da könnte ich nochmal jetzt gucken, dass ich eine weitere Tour mache, ne? Ich muss ja irgendwie an Eis kommen. Expedition zum Nordpol, let's go. Ich weiß ja nicht, vielleicht kann ich weiter in den Schneebereich rein? Ich könnte natürlich auch gucken, dass ich mal langsam eine Karte zum Laufen kriege. Es gab auch Eishöhlen und sowas. Vielleicht ist da noch Eis drinne. Hier war ich zum Beispiel noch gar nicht, ne? Geh einfach mal hier entlang. Vielleicht finde ich ja hier auch mal ein paar interessante Sachen noch. Macht jetzt einfach mal hier eine schöne Expedition. Ah, wobei, da komme ich da hinten raus. Okay. Das wird mir, glaube ich, nicht sehr viel bringen. Hier ist aber noch mal ein Gang in eine Höhle oder so. Ah, aber hier ist jede Menge Iridium. Aber das könnte ich theoretisch alles abbauen und mitnehmen, weil das brauche ich doch, um ein Dings zu machen hier, eine Rakete. Iridiumstab sogar. Nebelkeks, moin! Badrian, keine Ahnung, wir sind jetzt gerade in dem Game drin, deswegen interessiert mich das relativ wenig aktuell. Sauerstoff niedrig. Moin Chaos, alles gut?
Ja, und bei dir? Ja, alles bestens. Oh, nice. Hier ist ein Chip. So, haben wir nochmal getrunken. Dann gehen wir jetzt mal langsam Stück für Stück wieder zurück. Das werden wir jetzt erstmal nämlich alles einlagern. Und ich glaube, ich werde mal gucken, dass ich mir jetzt hier die Map mache, wenn es geht. Die wird nämlich sehr, 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 sehr viel nochmal alles angenehmer machen, damit ich endlich mal weiß, wo ich hin kann, wo ich noch nicht war. Ja, alles momentan so Sachen, die ich ja nicht sehe, ne? Deswegen so eine Map, das wäre schon ziemlich lit. So. Wurde angezeigt, dass ich abonniert habe, also als Test? Nö. Da wurde jetzt nichts angezeigt. Wenn du aber vorher schon abonniert hast, dann kann das sein, dass das nicht mehr doppelt anzeigt. So, was lernen wir? GPS-Satellit Stufe 3. So. Karteninformationsrakete. Okay, ich baue erstmal die hier, die GPS-Satellitenkarte. Ja. Ja, vielleicht geht's auch erst ab dem nächsten Nebelkeks. Ich weiß es nicht. Werden wir ja dann sehen, ne? Hier. So. Alright. Macht euch bereit, Chat. Jetzt wird eine Rakete losgeschickt. Oh, ich muss wahrscheinlich erstmal den Kartenbildschirm bauen noch. Habe ich den denn schon frei? Ja, ne? Bildschirmkarte. Mikrochip Kompass. Magnesium, Silizium, Aluminium. So. Eisen und Silizium brauchen wir.
glaube, den Kartenbildschirm, den baue ich mir sogar draußen an. Oder mache ich mir den hier drinne? Ich glaube, ich mache mir den hier sogar hier drinne. Kein Satellit im Orbit. Das wird sich jetzt schnell ändern. Aber warte mal, dann kann ich doch direkt den hier schicken, ne? Ah, ich brauche den Stufe 2 Chip dann, ne? Kann ich den schon herstellen? Nee, ne? Oder wertet der den als einen, weil... Okay, ich muss mir den gleich nochmal dann herstellen. Let's go, Leute. Da fliegt sie. Meine wunderschöne Rakete. So. Zack. Dann neuen Chip muss ich mir noch machen. Da brauchen wir noch zweimal Aluminium. Zack, zack. Das wollen wir jetzt mal hier eben, ne? So, und dann gibt es hier noch den Karten. Oh! Da brauche ich Obsidian. Also Obsidian, das wird eher kritisch werden, glaube ich, dran zu kommen. Also, das ist hier jetzt die Karte. So. Oh. I see, I see. Also viel gibt es hier eigentlich gar nicht mehr zu entdecken für mich, wenn ich das so sehe. Ja, ich war ja schon fast überall. Also hier kann ich noch hingehen, da werde ich safe Obsidian kriegen in diesem Lava-Biom. Okay. Ich werde mir jetzt erstmal die Sachen, die ich noch nicht habe, machen.
So, und ich brauche dafür noch eine Superlegierung. Das heißt, ich muss noch Magnesium, Kobalt, Silizium, Eisen, nee, Titan, Aluminium, okay. Aluminium und Kobalt brauchen wir noch. Hat der bestimmt schon wieder abgebaut, oder? Ja, perfekt. Mein Strom ist übrigens weg. Okay, alright. Das ist natürlich unangenehm. Da muss ich nämlich jetzt wieder gleich neue Legierungen bauen. Das ist erstmal wichtiger. Dann holen wir jetzt erstmal ein bisschen Kobalt. Karin, hi, alles gut? Schön, dass du da bist. Aluminium nehme ich mit, wenn ich sie jetzt unterwegs auch noch finde, ne? Hier haben wir nochmal einen Kobalt. Da ist auch nochmal ein Kobalt. Moin, Ami. Gut soweit. Und selbst? Dit nehmen wir mit. Und dit. So. Oh, hier haben wir sogar nochmal ein Aluminium. So. Das reicht. Damit kann ich jetzt schon mal wieder ein paar Superlegierungen machen. Bap, bap, bap. Bap, 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 bap. Gucken wir jetzt mal. Silizium, Aluminium. Okay, der Recycler. Den baue ich mir direkt aber hier oben irgendwo rein. Der hat da eine Kiste hinten, den muss ich nochmal neu bauen. So. Moinsen Anzi, was geht? Gerade wieder ein bisschen Planet Crafter. Und Wasser können wir jetzt zu Eis verarbeiten. Ist das nicht giga ineffizient jetzt?
brauche ich ja Ewigkeiten mit. Da bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt von der Maschine hier. Frage, die ich mir jetzt stelle, ist hier Biomasse, Pflanzen, Insekten. Bienenstock vermehrt Pflanzen und Insekten. 80 Tonnen Pflanzen brauche ich. Ich muss auf den Algengenerator gehen, dann so wie es aussieht. Das heißt, ich brauche Auberginen. Oh. Das ist ja richtig, richtig aufwendig jetzt, ne? Da brauche ich jetzt nur Eisen. Das Game wird ja noch richtig interessant, ja, vor allen Dingen auch komplex, ne? Also die Crafting-Rezepte, die sind ja später geisteskrank aufwendig. Biokunststoff. Moin, Lex. Jetzt kann ich den ersten Algengenerator, so wie es aussieht, machen. Ja, da ist schon ein richtiger See entstanden. Silizium. Die Anzeige geht deutlich schneller hoch. Oben rechts die jetzt, oder was? Okay, da brauche ich jetzt nur noch Magnesium. 3 Stück kann ich davon machen. Du hast aber recht, die geht wirklich deutlich schneller, ne? Wo sehe ich denn, wie viel Dings das erzeugt? Terraforming. So. Boah, noch sehr viel Anzieh, das wird noch dauern. Guck mal, hier entstehen jetzt Algen.
geht jetzt noch schneller. Wir gucken jetzt mal, wie Sauerstoff ansteigt. Okay. Hält sich aber in Grenzen, ne? Warte mal. Gucken jetzt mal. Also für Dünger brauche ich dreimal Algen. Schwefel, zweimal Auberginen. Hier brauche ich dreimal Algen für Bakterienprobe. Also vom Ding her geht der eigentlich. Die Frage ist nur, wie ich an diese Algen komme, ne? Oder kann ich die, wenn die vielleicht, wenn die fertig sind, kann ich die vielleicht ernten, ne? Was ist das denn? Nein, ey! Aufhören! So. Das kann erstmal rüber. Also für den nächsten brauche ich nur noch eine Aubergine und Wasser. Ja. Wasser sollte ich gleich relativ zügig wieder bekommen. Ja, haben wir sogar eins jetzt. Boah, dann kommt jetzt der nächste Algengenerator. Auch sehr chillige Sci-Fi-Musik, ja. Die treiben auch richtig gut an, die Dinger, ey. Warum mache ich eigentlich die Dinger da rein? Guck mal, ich kann auch hier drei Auberginen nehmen und baller da überall Auberginen rein. Die brauche ich ja eh. So, was war hier für den Bau nötig? Wasserflaschen, Silizium, Magnesium, Aluminium. Mhm. Hier, guck dir das mal an, Anzi, was ich hier am Bauen bin. Hier kommt eine riesige Base auf einer Plattform hin. Da kann ich aber noch mal ein bisschen was rausholen hier.
Bioklumpen, konnte ich die nicht auch herstellen? Wir gucken mal. Also das läuft auf jeden Fall jetzt auch schon gut, beides hier. Pilz, Pilz, Silizium und Wasserflaschen. Ah, da müsste ich Pilze anpflanzen, ne? Moin, Stefan. Oh, jetzt gerade eher schwierig. Ich glaube, Pilzsaat habe ich gar nicht mitgenommen, ne? Wenn ich die irgendwo gefunden habe. Da müsste ich mal gucken, ob ich noch welche besorgt kriege. Ja, Stefan, aber ich bin jetzt gerade das hier am Zocken, Digi. Und Vorschläge werden nicht im Stream bei mir gemacht. Da könnt ihr demnächst meinen Discord für nutzen. Mir Vorschläge zu machen, wenn ich was zocken soll mal. Aber im Stream ist immer ein bisschen schwierig. Okay, jetzt gehen wir erstmal dann hier hoch. Jetzt am Wochenende geht's mit dem Vorbau auf dem Test-Discord los. Sehr geil, Lex. Ja, jetzt bald werden auch die animierten Emotes kommen, ne? Auf Twitch. Der Grafiker ist ja jetzt schon seit knapp 2 Wochen da dran. Und nähert sich jetzt dem, den finalen Zügen. Und dann kommen die großen, neuen Emotes für euch. Nochmal mal Aubergine. Alter, hier ist auch noch gut Iridium und so. Das nehme ich alles jetzt mit. Mal hier, bin ich glaube ich gar nicht gewesen, ne? Okay, das hat nur einen Kreis geführt. Da haben wir nochmal Iridium. Hier nochmal rundum abgehen. Vielleicht sind da nochmal Höhlen oder so. Auch wenn ich da jetzt erstmal vielleicht nichts draus mitnehme, hilft mir das schon mal, wenn ich weiß, irgendwo ist eine Höhle, wo ich noch Stuff kriege, den ich brauche.
Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier weiter auf dem Weg. Ich frage mich, ob die das Spiel jetzt noch weiter updaten werden. Nach Release. Eine Roadmap oder so habe ich leider nicht gefunden. Hier ist das Eis drinne geschmolzen. Das heißt, ich habe jetzt quasi eine Abkürzung, ne? Ganze Iridium mitnehmen. Ja, ich habe jetzt eine Abkürzung. Ich kann jetzt hier durch. Das ist eigentlich saugut. Hier kriege ich jetzt Algen. Oh yes, baby. Wait. Malti, dankeschön für 13 Monate. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support. Danke, danke. Mhm. Dann sammeln wir jetzt mal die Algen. Ja. Alter, wie geil. Jetzt habe ich sehr viele davon. Dann gucken wir jetzt mal.
Da brauche ich jeweils Wasser. Für Dünger brauche ich immer Schwefel und Dings. Also davon werde ich, glaube ich, noch einen mir bauen. Okay. Und damit kann ich dann das Biodom Stufe 2 in Kürze machen. Das knallt rein. Das wird reinhauen, Biodom Stufe 2. Das braucht aber sehr viel Energie. Wir gucken mal ganz kurz bei den Erzbuddler. Monster, moin, ebenfalls. So. Silizium brauche ich wieder. Habe ich schon wieder alles aufgebraucht, ne? Geht, Ecki. Also wenn der Chat zu ruhig ist, finde ich das nicht so geil. Da macht mir das nicht so viel Spaß zu streamen. Anonymous, moin. Also, deswegen braucht ihr euch gar nicht dran gewöhnen, dass der Chat so ruhig bleiben wird, weil ich werde natürlich alles dafür tun, den umso mehr zu beleben. Und wenn ich dafür am Ende des Tages sogar ein paar Runden Fortnite zocken muss. Da flüchten wir eher. Ja, kommen ja andere Zuschauer dann, ne? FF. Also, das ist nicht das Problem. Wann hat man das Spiel durchgespielt? Wenn du den Planeten so weit vorbereitet hast, dass der quasi bewohnbar ist. Wäre interessant, wie wohl du dich dann fühlst mit den Fortnite-Kiddies. Also ich glaube nicht, dass ich damit ein großes Problem hätte. Die bringen immerhin Aktivität in den Chat.
So. Superlegierung. Die packen wir jetzt alle mal hier rein. Sehr schön. Jetzt haben wir noch mal ein paar schöne Auberginen gekriegt. Holen wir die hier raus. Das. So, was brauche ich denn jetzt noch alles für das Bio-Dings? Nochmal Bakterien und zweimal Dünger. Da brauche ich noch eine Aubergine. Jetzt wird es mittlerweile schon richtig dunkel, ne? Ich habe noch die eine Aubergine. Okay, wir brauchen noch eine Alge. Die holen wir mal eben schnell raus. Bob, bob. So, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir noch eine Superlegierung. So, und jetzt kann ich das Ding bauen. Das ist gigantisch, das Teil. So, ja, Strom ist weg, halb so wild. Wir brauchen jetzt einfach nur einen neuen Reaktor noch. So, zack. Dafür brauche ich noch davon drei. Und dann brauchen wir zweimal Wasser. Oh, der tut das jetzt, glaube ich, noch nicht herstellen, ne? Dann baue ich das nochmal eben ab. So, dann läuft jetzt nämlich meine Produktion wieder. So. Und dann können wir nämlich hier anfangen. Ich will gar nicht wissen, wie viel das Biodom bringt, ne? Vorhin hatte ja schon hier, hatten wir ja schon den Effekt gemerkt, als ich alleine nur diese Algenteile gemacht habe, ne? Jetzt hier, passt mal auf, Algengenerator. 127 Sauerstoff. Ja? So, und das Biodom macht 1450 Sauerstoff. Und 11 Pflanzen. Das ist geisteskrank strong. Ne, du kannst in dem Spiel nicht den Planeten wechseln. Leider nicht. Das wäre halt geil, wenn man mehrere Planeten terraformen könnte, ne? Ich hoffe so sehr, die bringen einen zweiten Teil raus. Am besten auch noch mit der Unreal Engine 5 Grafik. Und dann mit mehreren Planeten. Das wäre crazy.
Sohn Bommel, danke schon für 22 Monate. Liebe geht raus. Ich danke dir. So. Let's go. Der nächste Kernreaktor. Ja, jetzt geht das oben rechts noch schneller. Guckt euch das mal an. Und Biomasse. Die geht jetzt auch gut ab. Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Pflanzen? Ja. Bei 80 Tonnen kann ich den Bienenstock leeren. Schmetterlingskuppel. Baumrinde wird jetzt produziert. So. Eisen, Magnesium, Silizium, Kobalt, Aluminium. Also das steigt auf jeden Fall auch gut an. 25% noch, also das Wasser wird auf jeden Fall nicht bis zu meiner Base kommen. Okay, und die Algen sind auch schon wieder nachgewachsen. Guck mal, wie sieht es eigentlich jetzt mit meiner Energie aus? Okay, da habe ich noch einen guten Schwung frei. Ich sollte vielleicht überlegen, diese Sonnenkollektorstufe 2 öfters zu bauen. Auch mehr brauche, sind die Dinger, ne? Da brauche ich immer Silizium, Titan, Aluminium, Iridiumstab. So. Vier Stück, ja. Dann habe ich das. Das reicht. Ich gucke mal, ob der schon Silizium wieder abgebaut hat, hier der Bohrer irgendwo. Da ist eins drinne. Ist auch eins drinne. Da kann ich drei Stück wieder bauen von den Heizungen.
Ich sag ja. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich hiervon mehr mache. Vielleicht muss ich mir mal so einen richtigen Solarpark zulegen. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Nice. Ach du heiliger Strohsack. Die brauchen dann auch noch Dünger. Oh, die sind aber so viel effizienter. Oh. Ich hab so Bock, meine Base richtig krass auszubauen. Es ist so ein geiles Game. Kargos, das ist einfach insgesamt, wie viele Terraforming-Einheiten man schon hat. Ist wie bei so einem Idle-Game. Was ist eigentlich mit dem Chat los? Warum ist der Chat eigentlich so tot, Leute? Nico, moin! Wie heißt das Game? Planet Crafter. Die wollen Fortnite sehen. Regalu, moin! Müde G-Time war eine Art Woche. Ja, ihr habt immer eine Ausrede. Immer eine Ausrede, warum der Chat tot ist. Immer dieselbe Ausrede. Müde, müde. Was ist das denn, ey? Moin, Turboschnecke. So, haben wir schon mal ein Eisen. Haben wir schon mal zwei Eisen. Drei. Ich baue jetzt direkt noch mal ein paar von den Solardingern. Dann haben wir da nämlich auch noch mal mehr am Start. Keine Ahnung, Turbo Chris, das kann ich nicht sagen. Ich habe das Game noch nicht durch, ne?
Ich weiß nicht, wie grindy das zum Ende hin wird oder so. Deswegen, also ich kann das echt null einschätzen. Das ist eine Frage, die kann ich echt bei weitem nicht beantworten. Ich merke auf jeden Fall, dass es jetzt schon was länger dauert, Fortschritt zu machen. Aber da kommt es auch immer, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie man optimiert, worauf man zuerst optimiert und alles. Keine Ahnung, war ich noch nie so ein Bommel. Okay. Die werde ich später noch mal ordentlich verbauen. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Also das hier würde ich ganz gerne machen. Da müssten wir jetzt nochmal Dünger herstellen. Für den brauchte ich ja Auberginen, ne? Algen und Schwefel. Sind bei 87. Alright. Ja, okay. Da kann ich dann zwei Dünger gleich machen erstmal. Strom bin ich jetzt wieder ganz gut dabei. Ich muss jetzt nur einmal warten, dass die Auberginen fertig werden. Was ich mal in der Zeit eben machen könnte. Ist den ganzen Kram hier einsortieren. Auch das hier. Und dann kann ich gleich schon mal hier die Algen pflücken noch. Bevor ich die Dinge abbaue, weil dann verschwinden bestimmt die Algen auch wieder. Erstmal. Dann nehme ich natürlich jetzt so gut es geht welche mit. Größeres Lagersystem incoming, das wird auf jeden Fall noch kommen. Ich werde hier noch viel mehr ausbauen. Also, meine Idee ist, dass ich später hier eine gigantische Plattform habe, auf dem alles drauf ist dann. Okay. Aber ich kann die Algen da drüben reintun. Tag. Jetzt brauchen wir noch 6%. So. Jetzt machen wir Dünger. Na, ich muss noch einen Schwefel holen.
Oh no, ich glaube, ich habe keinen Schwefel mehr. Okay, dann machen wir erstmal nur einen von den Dings. Ich hab's mir gedacht. So, okay. Dann erstmal wieder zurück. Dann sortieren wir jetzt erstmal noch den restlichen Krempel hier ein. Boah, ich habe sehr viel Titan, ne? Das wäre geil, wenn man das irgendwie umverarbeiten könnte zu Eisen. Tag. Na, machen wir jetzt alles hier ein bisschen größer. Oh no! Da ist schon Baumrinde drin, die muss ich erstmal rausnehmen. Ich muss jetzt erstmal kurz, bevor ich das wieder anschließe, hier so. Okay, jetzt passt's. Jetzt habe ich das schon mal zumindest so, dass ich hier das stehen lassen kann. Wir haben Baumrinde. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der anfangen kann. Ich pack die erstmal weg. Iridiumstab und Dings brauchen wir nur noch. Aluminium. Okay, wie sieht's hier jetzt aktuell aus? Da sind wir jetzt schon fast bei 90% flüssiges Wasser. Biomasse ist auf jeden Fall gut am Steigen. Die ist jetzt richtig gut. So. Let's go. Dann geht's jetzt rüber hier erstmal. Boah, guckt's euch an, Leute, das ist ein richtiger See geworden jetzt. Chan, dankeschön für 40 Monate. Nee, ich hab gestern mit dem Game angefangen. Leute, hier ist noch Eis. Also wenn hier noch Eis liegt, dann sammle ich das auf jeden Fall.
Ich bin ja gerade so fleißig Iridium wieder am Sammeln. Wir brauchen aber auch Schwefel. Der ist wichtig. Ich wette, man muss hier in diese Biome die Bohrer stellen und die können dann auch hier in den Biomen die Sachen abbauen. Ich werde das gleich mal testen. Ich werde gleich hier einen der Bohrer hin verlagern. Pilzsamen, oh nice. Klingt schon plausibel. Ja, ich denke auch, dass das so sein wird. Dann könnte das sein, dass ich so auch mit dem Bohrer an Eis komme, wenn ich den in ein Eisbiom hinstelle. Joa, nice, kein Bier vor vier. Geil, dass du dich an meine Chatregeln hältst, auf jeden Fall. Du bekommst Eis, wenn du Wasserflaschen zerlegst. Ich weiß, ich bin aber dafür, dass wir dich jetzt zur Strafe sogar permabannen. Weil gerade habe ich jemanden schon darauf hingewiesen, dass er sich nicht an die Regeln hält. Und jetzt tust du auch direkt wieder dich nicht dran halten. Es lebe, Bule. Und ich denke, das wäre sinnvoll, wenn du quasi so das Beispiel für die Leute bist, die, wenn die sich nicht an die Regeln halten, dann aber auch zur Not mal eine Strafe kassieren, weißt du? Nee, ich kann jetzt, glaube ich, hinten die Dings direkt wieder abbauen. Und bam. Jetzt geht das noch mal was schneller. Auf jeden Fall, Chan. Also ich habe auch eine Menge Spaß. Das Einzige, was halt nervig sind, sind immer die Leute, die reinkommen in den Stream und dir Tipps geben wollen und sich nicht die Regeln durchlesen. Das ist das Einzige, was nervig ist. Du willst ein Game alleine spielen und entdecken und hast dann immer diese Leute, die einfach reinspoilern, weißt du?
gucken wir mal. Ich meine, hier ist ja direkt nebenan noch ein anderes Biom, ne? Aber von diesen Bohrern, da muss ich mir echt viele, glaube ich, machen. Ja, Chan, auf jeden Fall. Naja, da müssen wir halt zu harten Mitteln greifen, ne? Da müssen die Leute halt wirklich, so leid es mir auch tut, im schlimmsten Fall erstmal permanent gebannt werden, ne? Wenn die das nicht auf die Reihe kriegen. Ist ja jetzt auch keine Sache, die neu ist auf Twitch, ne? Also ich habe auch schon viel bei anderen Leuten mal reingeguckt. Egal wer es ist, ob es ein Gronkh ist oder bei einem Funk Royal oder so, wenn du hingehst und Backseat Gaming oder Spoiler betreibst, wirst du da auch aus dem Chat rausgehauen erstmal für eine Zeit, ne? Oder sogar gebannt, je nachdem. Also das ist bei jedem Streamer eigentlich gefühlt fast gleich. Es gibt nur wenige, die sagen, ja, ihr könnt bei mir hier ruhig rein spoilern, wie ihr wollt, ne? Moin, Sadie. Also eigentlich müssten die Leute das ja wissen, dass das nicht so geil ist. Zack. Nummer 1 hier. So, jetzt haben wir nochmal ein 400er Blümchen hier. Ja, ja, Chan. Geht es als Backseat Gaming aber nur um Spoiler oder generell Tipps? Generell Tipps. Ich will gar keine Hilfe von den Leuten. Guck mal, wenn ich deine Hilfe bräuchte, dann würde ich ja sagen, ey, Bobo, kannst du mir das und das sagen? Ich komme hier nicht weiter. Ne? Vorher muss man sich als Zuschauer eigentlich überhaupt nicht angesprochen fühlen. So. Nochmal Magnesium. Mach das, Chan. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Auch wenn ich mich gefreut habe, dass mal ein Chat-Aktiver da war. Otti der Pups, moin! So. Dann würde ich sagen, arbeite ich darauf hin. Ey, ich muss auch noch Osmium, ne? Das müssen wir auch viel haben von. Ich hoffe, meine Idee geht auf. Lithium und Kobalt brauche ich noch. Gucken wir mal, ob das klappt. Ja, Bobo, aber interessiert mich ehrlich gesagt gerade gar nicht so das Game. So, der hat da hinten auf jeden Fall aus dem Biom Aluminium rausbekommen. Okay. Dann würde ich jetzt mal nach dem anderen Bohrer gucken wollen. Weil wenn der jetzt die Kristalle rausbekommt, dann würde ich nämlich schon mal einen großen Teil der Ressourcen, die ich benötige, voll durch die Bohrer generieren lassen. Und ich würde jetzt versuchen, so einen Kreislauf erstmal mir aufzubauen, dass ich jetzt ohne Probleme, deswegen habe ich auch zwei Bohrer beim Aluminium hin platziert, dass ich jetzt erstmal unendlich Solardinger bauen kann. Und dann damit quasi keine Stromprobleme habe, weil ich durch Solar halt unfassbar viel Strom generieren kann. Und dann gucken, dass ich hier immer weiter auf mehr Bohrer komme. Es scheint hier aber dasselbe abzubauen. Dann platziere ich den jetzt mal in diesem anderen Biom. Vielleicht zählt das hier als normaler Sand. Hier. Es gibt auch Bohrer für Ressourcen. Ja, das Ding ist, es kann aber sein, dass die nur diese Erze gerade extrahieren können, weil ich glaube, es gibt später auch noch andere Stufen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob die andere Erze dann extrahieren oder ob die, je nachdem, wo die platziert sind, ne? Das probiere ich jetzt gerade aus. Aber die tun anscheinend immer das Gleiche machen, egal wo die platziert sind.
Aber warum hatte der eine Aluminium gemacht? Sauerstoff niedrig. Seewassersammler. Ach, der braucht drei Biokunststoffklumpen. Der produziert aber wahrscheinlich dann schneller Wasser als das Dings da, ne? Cori Viral, moin! Alles gut? Dann bei dir, ja, alles bestens soweit. Bis auf, dass wir heute hier die ganze Zeit Leute rauskicken müssen, weil die alle am Backseat gamen und spoilern sind. Da bist du nicht alleine, Cori Viral. Da bist du nicht alleine. Ich verstehe es auch nicht. Alter, Cori Viral! Vielen Dank für 10 Gifted Subs, Mann! Vielen, vielen Dank! Ich bin gerade am Überlegen. Oh, nächste Stufe ist Moos! Die Seen sind jetzt fertig. Okay. Müssen wir eins davon noch machen, ne? Aluminium, Silizium, Titan. So, dann können wir nämlich jetzt noch einmal so eine Heizmaschine bauen. So.
ist natürlich die Frage. Mhm. Exoskelett Stufe 3. Oha. Oh, ich kann bald den Kernreaktor Stufe 2